In dieser Lektion zeige ich dir, wie du dein eigenes Blog einrichten kannst. Blog kommt von Weblog und das wiederum heißt nichts anderes als Webtagebuch. Ein Log ist ja bekanntlich so ein Bericht eines Kapitäns, beispielsweise für eine Schiffsreise, wo eben die Tage erläutert werden. Blogs haben in letzter Zeit rasant zugenommen. Sie können für Reiseberichte, wie bei diesem Beispiel, genutzt werden oder für ein Hobby, die Präsentation eines Hobbys, beispielsweise hier eines Fotografen. Eine Fansite kann als Blog dargestellt werden. Hier haben wir eine Musikseite, bei der Neuheiten aus der Musikwelt vorgestellt werden im Tagebuchformat. Es können politische Blogs sein. Und hier siehst du auch gleich die Krux. Ebenfalls beim nächsten, der Babyblog ist von der Firma Nestle, ist er sehr stark mit Nestle-Produkten verknüpft. Ein Blog, das sehen wir bei diesen Beispielen, ist also nie neutral, sondern ist im besten Fall von einer Privatperson geschrieben, die einfach aus ihrem Leben berichten will, kann aber eben genauso von Firmen oder eben politischen Gruppierungen genutzt werden, um für ihre Sache Werbung zu machen. Es gilt also bei Blogs immer mit größter Sorgfalt zu prüfen, von wem diese Informationen sind und entsprechend dann eben auch diese Informationen vorsichtig zu lesen und nicht immer für bare Münze zu nehmen. Auf deinem eigenen Blog ist natürlich wichtig, dass du auch gewisse journalistische Grundregeln einhältst. Blogs kann man ganz einfach einrichten. Es gibt verschiedene Gratis-Angebote. Das größte ist wahrscheinlich blogger.com. Ich habe hier noch ein paar weitere, chblog oder blog.ch. Hier mit einer anderen Adresse mittlerweile, die wurde übernommen, oder eben WordPress, mit dem wir arbeiten. Alle Angebote sind relativ ähnlich. Du kannst dich mit wenigen Klicks registrieren und dann dein eigenes Blog führen. Machen wir das gleich. Du klickst auf Anmelden und kommst so auf die Eingabemaske. Als Benutzername wählst du Kleinbuchstaben und ohne Leerschläge. Dann ein Passwort, das nicht zu einfach ist, muss es eine gewisse Anzahl Buchstaben und Zahlen enthalten. Das wiederholst du. Anschließend die E-Mail-Adresse für die Bestätigung, damit also nicht irgendwer da ein Konto anlegt. Als nächstes bestätigst du die Nutzerbedingungen und lässt dir einen Blog geben, klickst auf Weiter. Hier nun also die Adresse Staub Thomas. Den Namen ändern wir natürlich noch, vielleicht Staubs Blog. Ich werde das E löschen am Schluss, das ist nur eine reine Übung, um dir zu demonstrieren, wie das geht. Dann Datenschutz nehme ich mal raus, weil ich nicht will, dass die Suchmaschine mich schon sieht. Das ist ja eine reine Übung hier. Bei dir würde ich es empfehlen, drin zu lassen. Dann klickst du auf Anmeldung und jetzt solltest du eine E-Mail bekommen, mit deinem Bestätigungslink. Das hat nun über eine Stunde gedauert, bis mein Mail endlich ankam. Und zwar klappt es nur, als ich erneut auf diesen Link E-Mail aktualisieren klickte. Jetzt hast du hier in der Mail einen Link, der das Ganze also freischaltet. Mit einem Klick darauf wird dein Konto aktiviert. So, du siehst es, der Account ist nun aktiv. Du klickst auf View Your Site und gelangst somit zu deiner Startseite, zu deinem Blog. Im Moment natürlich noch ohne Inhalt. Um jetzt das mit Inhalt zu füllen, klickst du auf Anmelden da unter Meta und kommst in die Administratoroberfläche. Hier also
gibst du deinen Benutzernamen und dein Passwort ein und klickst anschließend auf Anmelden. So sieht nun also die Administratoroberfläche aus. Du hast hier eine Übersicht über die wichtigsten Angaben, wie viele Artikel und Seiten, Kategorien und so weiter vorhanden sind. In dieser Lektion zeige ich dir jetzt aber in erster Linie, wie du den Blog einrichtest. Du klickst auf Benutzer. Hier sind alle Benutzer aufgelistet. Im Moment natürlich nur du. Mit einem Klick darauf kannst du hier weitere Informationen zu deiner Person preisgeben und im unteren Bereich das Passwort ändern. Das lassen wir jetzt aber. Unter Benutzer kannst du aber auch weitere Benutzer zuweisen, die eben das Recht haben, beispielsweise Artikel auf deinem Blog zu bearbeiten oder zu erstellen, allenfalls auch einfach Kommentare zu hinterlassen. Dann bei allgemeinen Einstellungen kannst du das Erscheinungsbild, den Titel beispielsweise ändere ich hier, aber auch den Untertitel, mein erster Blog, der erscheint dann im Kopfbereich. Dann weitere Einstellungen wie Datum, Anzeige und so weiter. Da gehe ich nicht auf die Details ein. Schreiben und Ausgabe. Hier kannst du ebenfalls bestimmen, wie WordPress auf dich reagieren soll, was gezeigt werden soll beim Verfassen, aber auch beim Lesen. Diskussion ist interessant. Hier kannst du nämlich einstellen, wer das Recht haben soll, Kommentare zu hinterlassen, und Kommentare sind ja das A und O eines Blogs. Also hier siehst du, wer alles deinen Blog liest, und erst das macht das Ganze auch spannend, wenn reagiert wird. Unbedingt also würde ich hier markieren, Name und E-Mail-Adresse angeben, dass also nicht anonyme Kommentare reinkommen, weil du bist letztlich verantwortlich, nicht nur für den Inhalt deiner Artikel, sondern eben ebenfalls für die Kommentare. Beleidigungen müsstest du unbedingt rauslöschen und eben oder mindestens korrigieren, anders formulieren. Dann Multimedia, hier bestimmst du, wie die Bilder ausschauen sollen, welcher Größe sie hochgeladen werden sollen. Bei Datenschutz hast du die Möglichkeit, eine bestimmte Benutzergruppe zuzulassen. Da gehen wir zur Darstellung. Hier kannst du anstatt des Standard-Templates ein anderes Bild zuweisen, einen anderen Hintergrund beispielsweise. Deine Artikel werden dann in eine andere Oberfläche hineingebracht. So würde das jetzt ausschauen, wenn du dieses Template oder dieses Theme, wie es auch genannt wird, auswählen würdest. Ich lasse das jetzt aber mal. Genauso hast du die Möglichkeit, nur die Farben im Kopfbereich zu ändern. Und wenn du im Code bewandert bist, könntest du sogar den Code anpassen. Interessanter sind die Widgets. Hier hast du die Möglichkeit, Zusatzfunktionen aufzuschalten. Hierzu muss ich zuerst noch schnell nochmals die Seite anzeigen mit einem Befehl Klick auf diesen Link zur Startseite. Wird die Startseite in einem neuen Tab geöffnet. Die Widgets, die sind also in dieser rechten Spalte hier. Hier hast du weitere Funktionen, zusätzliche Seiten, Links und so weiter, die das Ganze ergänzen. Und die kannst du aufschalten, indem du sie einfach packst und rüberziehst in diese Seitenleiste. Hier kannst du sie allenfalls noch anpassen, einen anderen Titel geben oder auch wieder entfernen. Wähle ein paar aus, es soll natürlich nicht überladen sein. Du kannst hier mit der gedrückten Maustaste auch jederzeit die Reihenfolge ändern, ist also recht intuitiv zu lösen. Aber wie gesagt, die Verlockung ist groß, dass da alles da drüben ist und dann letztlich aber leider vom Inhalt ablenkt. Also beschränke dich auf das, was aus deiner Sicht auch Sinn macht. Ja, ich glaube, das wäre es eigentlich mal zur Einrichtung des Blogs. Jetzt geht es dann
an die eigentliche Arbeit, ans Verfassen von Artikeln. Ich wünsche dir viel Erfolg und im nächsten Lernfilm zeige ich dir, wie du dann zu den Inhalten kommst.